Hola. Sag mal, Amigo, klemmt bei dir die Ladentheke auch? Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Sehr schön. Was ist denn da jetzt auf einmal los? Das kann ich dir nicht sagen. Scheiße, schreien die da drüben. Sag mal, Amigo, irgendwie kommst du mir bekannt vor. Ein bisschen, ja. Ich komme aber jetzt gerade tatsächlich auch nicht drauf.
Keine Ahnung, bist du, hast du dich irgendwie früher in meinen Roads oder so rumgetrieben? Durchaus, ja. Öfter mal im Saloon gewesen? Oh ja, wilde Zeiten mit dem Salon. Erinnere mich nicht daran. Ja, dann kann es sein, dass ich dir einen Drink ausgeschenkt habe. Mein Amigo, ich brauche Namen. Samuel. Ach du meine Güte, das ist aber ewig her. Oder meistens eher bekannt unter ja, Mr. Winchester. Was ist das Weibchen? Ja, wenn du möchtest, können wir mal versuchen, die beiden dann zu verpaaren. Ist halt nur 50-50 Chance, was rauskommt dann, ne? Wie alt ist sie jetzt Verdammte gerade? Scheiße. Was man alles so mitbekommt, was man nicht mitbekommen will. Eigentlich schon. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich rüberschreie. Ich bitte Sie da drüben nicht so rumzuschreien. Dankeschön. Ich würde sagen, du machst dir gleich wieder richtig Freunde hier. Natürlich. Ja, ich hätte es nicht anders geregelt. Böse Bonnie. Böse, böse, böse. Das große Problem, ich hätte wahrscheinlich schon längst das Pferd erschossen. Dabei nehme ich mir immer wieder vor, nett zu sein. Es funktioniert einfach nicht. Ja, was verschlägt dich hierhin? Oh, das ist eine gute Sache. Ich weiß es selber nicht, warum ich jetzt aber in meinen Valentine gelandet bin. Nein, ich warte dich nur auf eine Person, mit der ich tatsächlich den Saloon in Saint-Denis aufmachen möchte. Ach. Ja. Du und, na gut, ich meine, du bist wahrscheinlich in so einem halben Salon aufgewachsen. In einem halben ist gut. Ich habe von 15 Hallo? bis seitdem ich 22 bin im Saloon gearbeitet. Hola, Señorita. Hallo. Ich habe fast 10 Jahre in einem Saloon gearbeitet, also ja. Oh, niemand da. Passiert. Kannst du nicht einmal nett sein? Nein. Na komm, gib den Ruck. Die Antwort ist nein. Ich sehe schon wieder. Warum sollte ich nett sein? Was habe ich davon? Weiß ich nicht. Nette Ja, Leute um also. dich rum. Brauche ich nicht. Ah. Valentine Sheriff. Nein, machen wir einen Bogen drum. Deswegen komme ich jedes Mal von der anderen Seite. Gott verdammt Scheiße, es wird frisch, warte mal kurz. Findest du nicht, dass du ein bisschen zu sick eingezogen bist hier für Valentine? Deswegen sage ich, ich weiß nicht, was ich hier tue. Ich ziehe einfach nur die Augenbraue hoch und denke mir mein Teil. Was soll das denn jetzt heißen? Amigo, hörst du nicht zu, was ich sage? Ja.
Ja, doch, tatsächlich höre ich zu. Aber nur so. Das Wichtige. Ja, wie man es auch nicht anders von dir erwartet und kennt. Na, na? Vielleicht der nächste Pferd tritt? Ich hoffe, was? Nicht, dass wir gehässig sind oder so. Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Wir doch nicht. So, irgendwie, ich habe gerade ein Problem. Warum? Weißt du, wo man hier Telegramme schreiben kann oder irgendwie Briefe oder sonst irgendwas? Wenn ich das wüsste, wäre ich schlau. Weißt du, wo man Streichhölzer herbekommt? Ich glaube, wir müssen uns mal kurz durchfragen. Meine Wohnung wird nämlich irgendwie abgenommen oder so. Hola. Hola. Ich habe mal eine Frage, und zwar, wo kann ich hier Briefe oder sowas schreiben? Haben Sie schon eine Telegrammnummer? Ich meine ja. Sie meinen ja? Ich meine ja. Haben Sie sich das mal x-mal durch den Kopf gehen lassen? Ah, jetzt, ja, das, wo Sie es jetzt so wieder sagen, guter Mann. Ja. Ah, ich habe da so ein Briefbuch gefunden. Ja. Ja, wunderbar. Sehr gut. Ah. Wissen Sie zufällig, wo ich Streichhölzer herbekomme? Beim Tabakladen in Blackwater. Gottverdammte Scheiße, jetzt bist du nach Blackwater. Ja, vom Blackwater komme ich gerade. Das ist natürlich ärgerlich. Ich besitze auch keine. Doch, alles gut. Tja, Sam, hast du Pech gehabt. Das ist richtig, ja. Würde ich auch so sagen. Wer sind Sie? Eigentlich. Also, ja. Ich bin Bonnie Parker und der Amigo stellt sich selber vor. Samuel Winchester. Ja. Freut mich. Mein Name ist Otto. Freut mich. Otto von Biss. Ich wollte gerade sagen, einfach nur Otto? Nein. Von Biss. Mich können Sie ansprechen, wenn Sie ein Haus bauen möchten. Ich bin der Makler hier im Lande. Das ist schon mal gut zu wissen. Eia, Karamba. Gerade mal wieder 5 Minuten wach und schon laufe ich einen Makler über den Weg. Ja. War das jetzt positiv? Ah, das können Sie sich aussuchen. Naja, wenn, dann müssen Sie ja bei mir Geld ausgeben. Ah, wie war das gerade mit der Nettigkeit? Mach dir nichts draus, also, ich krieg's nicht hin, nett zu sein. Mir ist das egal. Wissen Sie, ich werde vom Staat bezahlt. Na, super. Von daher ist mir das egal, ob die Leute Häuser bauen oder nicht. Haben Sie zufällig eine Telegrammnummer für mich, damit ich mich irgendwann mal melden kann, wenn ich ein Haus bauen will? Meine? Ja. Ja, die einfachste Nummer. Die erste. Ah, okay. Die ist mehr als einfach. Ja. Die ist sehr, sehr einfach. Okay, wenn ihr flüstert, höre ich euch nicht, aber man sieht sich. Okay, ja, howdy. Howdy. Jetzt, ja. Ja, viel Erfolg. Vorsicht. Hey. Wie lange sind Sie schon hier? Tatsächlich seit heute. Oh, herzlich willkommen. Ja, ich bin, Seit heute hier. Richtig anwesend, ja. Sagen wir es so. Auch herzlich willkommen. Haben Sie irgendwelche Fragen? Kann ich helfen? Außer Streichhölzer? Tatsächlich wüsste ich jetzt gerade nicht. Sehr gut. Och, mir fällt da so vieles ein. Ja, dann hauen Sie raus. Womit verdient man am besten Geld hier? Wenn Sie die Auslieferung machen, müssen Sie Mais ausliefern.
Ach, wirklich? Wenn sie, ja, und wenn sie Erfahrung haben, dann können sie auch irgendwann mal Dynamit ausliefern. Nur ausliefern oder darf ich es auch schmeißen? Also, Miss. Was denn? Sie sollen ja nicht die ganze Stadt wegsprengen. Wer hat gesagt, dass ich das in der Stadt mache? Aber dann kriegen sie auch kein Geld dafür. Ist logisch, oder? Ja, nun, aber wissen Sie, so ein bisschen Dynamit schmeißen macht Spaß. Das glaube ich. Das glaube ich Ihnen wirklich. Aber wie war nochmal Ihr Nachname, damit ich das immer aufschreibe? Von bis. Zusammengeschrieben? Natürlich. Großes V, kleines O, kleines N. Großes B, kleines I, kleines S. Und Otto vorwärts wie rückwärts. Okay. Sympathisch, Amigo. Danke. Wie können Sie sonst Geld verdienen? Ja. Die Frage ist, in welche Richtung wollen Sie gehen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, was die Dame arbeiten möchte. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, ihr Geld zu verdienen. Ja, dann hau mal einfach raus. Naja, wenn Sie die richtigen Leute treffen, können Sie auch mit den Bürgern hier handeln, wenn Sie verstehen, was ich meine. Reden wir jetzt gerade vom Legalen oder Illegalen? Illegal. Aber lassen Sie sich nicht erwischen. Die Bürger verpfeifen Sie auch manchmal und dann bekommen die Sheriff das Wind. Handeln zufällig mit Opioiden? Auch? Deine Baustelle wieder, ne? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe das 5 Jahre lang gemacht. Jetzt sage ich ja, deine Baustelle. Interessant. Tu mal nicht so unschuldslamm. Irgendwo im County sitzt jemand, der das Rezept dafür hat, wo sie das herstellen können. Irgendwo im County, schon mal gut zu wissen. So Richtung Westen. Westen. Westen hört sich gut an. Ach, hör auf rumzuheulen. Westen ist toll. Ja, das ist manchmal ein bisschen zu heiß. Aber wie können Sie sonst Geld machen? Ja, ich glaube nicht, dass das was für Sie ist, aber jagen geht auch. Was sind so die Standarddinge? Jagen, damit habe ich mich immer durchgeschlagen. Die Auslieferungen sind sehr amüsant. Inwiefern? Na, da erleben Sie was. Da kann vieles passieren. Ich habe es vorhin einmal gemacht. Ich habe ein bisschen Mais geholt. Ja, genau. Wenn der Chef Sie da für gut befindet, dann können Sie da auch weitere Auslieferungen machen, die immer mehr wert sind. Ja, die Dame ist sehr überzeugt. Die Dame guckt sich das alles in gewissen Abständen an. Wem sollte man denn im County hier nicht auf den Fuß treten? Wem sie nicht auf den Fuß treten sollten? Ja, muss man ja gleich schon mal alles abklären. Ja, das stimmt. Du solltest mir nicht auf den Fuß treten. Ach, du bist... Ja, komm, hör auf. Mit dir werde ich fertig. Wen sollten Sie nicht auf den Fuß treten? Das ist eigentlich eine gute Frage. Also wenn Sie sich mit... Ich kann Ihnen sagen, mit wem Sie sich gut stellen sollten. Und Sie reden? Mit einem Banker. Ich wollte gerade sagen, wenn Sie jetzt mit einem Sheriff um die Ecke kommen, haben Sie Sympathiepunkte hier gerade verloren. Nein, mit einem Banker. Wer ist denn der Banker? Clyde Harris. Der sitzt in Santoni. Das ist recht gut zu wissen, weil ich tatsächlich nach Santoni möchte. Wieder, das ist mir alles zu schlammig. Was wollen Sie machen in Santoni? Vielleicht einen Saloon aufmachen. Oh. Ich wollte gerade sagen, was willst du in dieser hochnäsigen Hört-Hört-Stadt? Hört-Hört? Ja, es ist doch wahr. Ich komme gebürtig aus Rhodes, was willst du? Ja, ich vergaß. Entschuldige, der gnädige Herr. Warum Saloon übernehmen? Weil ich tatsächlich, ja, recht vor... Lass mich überlegen. Oh, nee. Stell mich ruhig dazu. Vor 7 Jahren oder so war ich da schon mal in einem Saloon.
oder eher gesagt, mein Vater hat ihn früher geleitet. Bis, ja, was passiert ist. Deswegen setze ich keinen Fuß mehr in diesen Salon. Oh, verstehe. Ja, den Salon hat der Dame gehört, die hier neben mir steht. Hallo. Oh, na schon. Wunderschön. Audi. Man sieht sich, Otto. Ja, man sieht sich. Man hört sich und sieht sich. Ja, auch das. Sky. Ja? Die beiden fragten, wie man hier Geld verdient. Ja, mit dem Salon? Nein, für den Anfang erstmal. Ich habe ihnen die Auslieferung vorgeschlagen. Oder halt auch mit den Bürgern der Stadt hier so ein bisschen handeln. Aber dafür brauchen sie halt das Material dazu. Das Material? Genau das Material. Ja. Sie fragte gerade auch, wen man hier nicht auf den Fuß treten sollte. Da habe ich gefragt, mit wem man sich lieber gut stellen sollte. Also wenn Sie das Material brauchen, schreiben Sie Telegramm Nummer 1. Audi. Hallo. Wunderschön. Alles klar bei euch? Natürlich, Mickey. Natürlich. Was machen die Häuser? Ja, ich warte nur auf Miss Valentine. Ah, oh. Miss Violet. Ja, ist ja fast. Ja, stimmt, ja, ist ja Miss Valentine. Lebt ja hier. Naja, eben. Du bekommst auch deine Provision. Ja, für die zwei Häuser mal, ne? Ja, richtig. Barclays und. Ja, wolltest du das jetzt oder erst, wenn die anderen fertig sind? Guck, wo es mir jetzt auch schon geben, ist egal. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, war mir klar. Jetzt und nachher nochmal. Ja, mit der Kohle. Und später ja, nochmal. Ja, Wu Tong, der hat das nette Haus gekauft von Roxy, ne? Ja, korrekt. Der hat ja mal einen Glücksgriff gemacht. Ja, ich weiß, da hat der ganz schön mit mir verhandelt, der Sack. Ja, was hat er bezahlt dafür? Mickey, über Geld spricht man nicht. Ach so, okay. Und du hast einen Salon aufgegeben in ja, in Rhodes. Ja. Ach, warum denn das? Ich mag nicht mehr hinterm Tresen stehen. Boah, das ist mir so gut gemacht. Ist mir zu gebunden. Ja. Und ich war ja viel alleine. Also es war ja am Anfang der Plan, dass ich Hilfe bekomme, aber das war dann nicht so. Wie lange haben Sie das gemacht? Also den Zellum? Jahresbeginn. Ein bisschen. Ah, danke. Ja, bitte. Jetzt kann ich wieder zur Bank. Ja, tatsächlich, ich frage nur aus Interesse, weil mit Zellumführung kenne ich mich ja wenig aus. Also, es ist schon toll. Das Lager ist auch noch gut gefüllt. Also ihr hättet da schon einen guten Start. Also ich habe recht viel dort gelassen. Ja, aber tatsächlich bin ich eher für Richtung Saint-Denis. Die Herrschaften. Ja, Sie suchen Arbeit. Sind neu, okay. Habe ich nicht gerade mit ihm geredet, im Salon drin? Das kann möglich sein, da haben sie aber was anderes angehabt, ne? Nein, ich hatte nur den Mantel aus. Hattest du da ein Papier oder? Ja, einen anderen Hut auch oder so. Nee, da hatte ich keinen Hut auf. Im Gebäude trage ich keinen Hut. Scheiße. Ich bin ein alter Mann, mein Gedächtnis, ne? Ja, das passiert im Alter. Ja. Den geht aber auch nicht mehr gut da, hinter mir. Nee, der fällt auch bald um. Ja, einen sehr weichen Gang. Ja. Waren bestimmt die paar Whiskys. Wo ist denn der Rest der Truppe, Sky?
Miller geht jagen mit Grace. Aber Moment, da haben sich auch gerade 3 Stück verabschiedet, also hat sie ja erledigt. Wir gehen nach Rhodes. Ja, wie war das mit dem Whisky? Ja, so mein getrunken. Hm. Ja, die Sheriffs sind anscheinend Steineklopfen für mich. Ernsthaft? Ja. Sind die verdonnert worden, oder was? Ja, das ist ja klar. Die Frage ist jetzt hier, wer der Sheriff ist, du oder die? Ich brauche Steine zum Häuser bauen, zack, sind schon in der Mine. Ja, weil sonst wären die Häuser nicht mehr fertig. Sheriffs, ja, die Steine klopfen. Das ist ja was Neues. Ja, das ist, wenn, also, McGee baut die Häuser auf quasi. Der zieht die Häuser und dafür braucht er Steine. Und wenn er so lange braucht, ja, dann gehen die Leute manchmal zwischendurch selbst Steine klopfen, damit das schneller geht. Aber ja, ist was Neues. Ja, jetzt müssen wir uns dann bald was einfallen lassen, weil das Holz geht langsam aus. Man bekommt kein Holz mehr im Wald. Ja, nicht zu leben. Valentine ist genug davon. Ja. Die Bäume sagen, nee, mich kannst du nicht umknacken. Ah, du kannst zu Eddie gehen, nach Rhodes zum Büchsenmacher. Wir haben da ein bisschen was gegeben. Ein bisschen ist gut. Jetzt weißt du, warum die Bäume kein Holz mehr haben. Warum hat der Büchsenmacher Holz? Was braucht der Büchsenmacher Holz? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das damals bekommen und habe es wieder zurückgegeben. Vielleicht für die Griffe und so? Nee, die stelle ich ja. Ach so. Stellt der Schreiner her. Verkauft sie dann an Waffenschmied. Ah, okay. Ja, vielleicht wollte der dich austricksen und sagen, hier, ich habe ein bisschen Holz, mach mal ein bisschen günstiger. Eieiei. Was denn überhaupt noch? Was ist das jetzt? Den Waffenschmied in Rhodes. Ja, Eddie. Ja, ah, Eddie, stimmt. Der andere ist nicht da. Der Eddie. Dein Ex-Mann. Ja. So sagen, ja. Ja, hoffentlich kommt die Frau Werblet oder Frau Somerset heute noch. Wollte sie kommen? Keine Ahnung, die ist normalerweise jeden Tag da. Achso. Ich glaube, ich habe was gehört, dass sie nicht kommt, aber jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher. Scheiße.